Schockmeldung aus Mannheim. Der Islamkritiker Michael Stürzenberger wurde einfach so auf der Straße niedergestochen von einem mutmaßlichen Islamist. Und das ist schon mal richtig krass, denn Herr Stürzenberger ist dafür bekannt, dass er auf die Straße geht, dort auch mit den Leuten spricht, den Dialog aufbaut und eben auch teilweise sehr stark den Islam kritisiert, immer wieder aus dem Koran vorliest. Und dass dieser Mann auf die Straße geht, und das ist ja vor allem auch für andere freie Journalisten, Aktivisten, Kritiker, wie auch immer, ein hartes Zeichen. Denn wenn man jetzt einfach so die Gefahr hat, wenn man auf die Straße geht, dass man gleich niedergestochen wird, nur weil man jetzt beispielsweise den Islam, Migranten und so weiter kritisiert, dann kann man ja so gefühlt auch nicht mehr auf die Straße gehen, weil man da schon sein Leben fürchten muss, dass man jetzt irgendwie niedergestochen wird, wie es Herr Stürzenberger jetzt einfach so gemacht wurde. Also er hat, wie auch viele andere Veranstaltungen, einfach wieder gegen den Islam das Ganze kritisiert, hat auch wieder mit den Bürgern versucht zu reden und wurde einfach dann niedergestochen. Und nicht nur er, auch Polizisten. Also das ist wirklich eine schockierende Meldung an dieser Stelle.